Hallo Liliane, du unterrichtest am Kientalerhof die Dialektik, was wir hier heilsame Sprache nennen. Das ist eine ganz besondere Art von Gesprächsführung. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen? Sehr gerne. Ich fange gerade mal an mit dem komischen Wort Dialektik. Dialektik heisst übersetzt die Eigensprache. Und das ist eine Kommunikationsform, die sich an der Eigensprache orientieren. Und interessanterweise hat das einen heilsamen Effekt. Also es hat etwas mit Gesundheit, mit Heilwerden zu tun. Und Eigensprache, dass wir nehmen an, dass du ein anderes Erleben hast wie ich. Du bist wo aufgewachsen? In Zürich-Hönk. Ich bin in Zürich am Zürichberg aufgewachsen, also wir sind in verschiedenen Stadtteilen aufgewachsen. Du hast andere Freunde gehabt, wie ich. Und das macht, dass du ganz andere Erfahrungen hast als Kind gemacht, wie ich als Kind habe gemacht. Und das wiederum macht, dass du ganz andere Wörter betonen, andere Wörter begleiten mit Gestik, andere Wörter aus dem normalen Sprachband wie du rauslupfen, wie ich. Und die Wörter, die wir so rauslupfen, die nennen wir Schlüsselwörter. Und die Gesprächsform ist eine Gesprächsform, wo wenn du schwätzen tust und ich frage, wo ich dich wie entlang von deinen Schlüsselwörtern begleite. Mhm. Und es macht, dass du relativ schnell mit dir selber gut in Kontakt kommst. Und das hat eine heilende Wirkung. Oder eine Wirkung, wo Gesundheit verhilft, Platz zu nehmen oder sich wieder zu zeigen. Ich kann ein Beispiel erzählen. Ich hatte mal eine Klientin, die ist mit einem Schulterschmerz gekommen. Wir haben ein Eingangsgespräch gemacht. Dann ist sie auf die Liege gelegen und ich habe sie gebeten, den Schmerz zu beschreiben. Und sie hat ein paar Worte gemacht und ich habe nachgefragt und nachgefragt entlang von Schlüsselwörtern. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, der ist etwa so gross wie ein 5-Liber. Und 5-Liber hat sie im Vergleich zu den anderen Wörtern, die sie gebraucht hat, das hat deutlich rausgeleuchtet. Und ich habe keine Ahnung von 5-Liber oder was das hätte einen Zusammenhang haben oder eine Bedeutung für sie und habe aber nachgefragt, weil das ein Schlüsselwort war. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat vor einer Zeit eine unangenehme Erfahrung gemacht. Sie ist in ein Restaurant gegangen, das von einer Freundin. Und die Freundin führt das Restaurant, hat sie wollte einladen zum Kaffee. Und sie hat aber den Kaffee wollte, so wie als Geschenk ein bisschen überzahlen mit einem 5-Liber. Und die haben sich überhaupt nicht verstanden und es hat einen Konflikt gegeben. Mhm. Und sie ist aus dem Restaurant rausgegangen und hat es wie mitgetragen. Mhm. Und ihre Freundin seither nicht mehr gesehen. Mhm. Und dann hat sie die Geschichte erzählt und wir haben die Behandlung weitergeführt. Und am Schluss ist sie aufgestanden und hat gesagt, du Lilian, mir tut es nicht mehr weh. Mhm. Und das sind Sachen, die relativ oft passieren. Also, dass irgendein Ereignis, das uns beschäftigt, macht, dass wir irgendwo einen Schmerz haben. Und über Schlüsselwörter kann man sich dort daran herantasten. Und das Schöne daran ist, dass nicht ich als Therapeutin muss wissen, was für sie gut ist. Ich muss nur die Technik verwenden und sie führt sich im Prinzip selber zu ihrer Lösung. Ja, schön. Sehr eindrücklich als Beispiel. Danke vielmals für deine Ausführungen. Merci.